Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Sword Art Online. Wir sind in der Stadt Rhyn oder Rhyn. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie ihr glaubt, wie es ausgesprochen wird. Und wir sind auf der Suche nach neuen Quests. Moment mal, da fällt mir gerade ein, ich wollte mal nachgucken, ob wir was abgeschlossen haben. Nein, haben wir nicht. Das ist gut, denn, oder eigentlich auch nicht gut, aber dann hätte ich das jetzt abgegeben. Ich wollte mal eben nochmal hier hinten schnell schauen, ob hier noch irgendwas rot leuchtet. Questmäßig, was wir hier tun können. Ich bin mal gespannt, ob im Verlaufe der Story hier noch die Tore aufgehen werden. Weil ich würde eigentlich vermuten, dass wir gar nicht mehr so lange in diesem Gebiet hier sind, sondern bald mal das nächste Gebiet betreten. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Denn hier, Woglinde. Oder das bleibt die Hauptstadt für alle Zeit. Vielleicht gibt es auch nur die eine Stadt. Ich hatte das so verstanden, zumindest ist es in Sword Art Online, der Serie, so, dass jede Ebene Hauptstadt hat. Das heißt, in der nächsten Ebene gibt es dann die nächste Hauptstadt. Und hier haben wir ja orangene Pünktchen, wo wir hin müssen. Die Sache ist nur die, kommen wir da auch hin? Das ist die große Frage. Ich glaube nämlich, dafür müssen wir da hoch, oder? Oder haben wir das inzwischen aktiviert hier, diesen Teleporter oder was auch immer das ist? Den Fahrstuhl? Der geht doch noch nicht, oder? Nee, der ist, glaube ich, noch außer Betrieb. Schnetzeln noch ein bisschen rum. Zack, weg mit euch. Kirito hat Level 137 erreicht. Ich werde auch bald nochmal die Charaktere wechseln. Wir sind jetzt hier mit Klein und Lisbeth unterwegs. Die mir eigentlich sehr gut gefallen, aber ich will trotzdem einfach mal ein bisschen durchwechseln. Ein bisschen was anderes zeigen und für mich natürlich auch herausfinden, welche Charaktere was taugen und welche nicht. Bei den beiden fällt mir zum Beispiel auf, dass sie mich nicht heilen wollen. Oder... Es wird auf jeden Fall immer sehr knapp. Guck mal, auf der Karte steht da unten. Ich soll nach unten. Oder heißt das, ich bin zu tief? Das ist natürlich ziemlich doppeldeutig irgendwie mit diesem... Mit den roten... Achtung, Höhenlimit. Okay, da komme ich einfach nicht hoch. Dann bin ich aber wirklich überfragt auch, wenn ich da nicht hochkomme. Und hier das Dungeon ist doch auch oben, oder? Wenn beide Dungeons oben sind und meine Quest ist, gehe ins Dungeon, damit du nach oben kommst, dann bin ich irgendwie überfragt. Ah, da unten könnte was sein. Lässt das andere vielleicht doch unten? Das ist vielleicht nur versteckt. Cool. Das Dungeon haben wir auf jeden Fall gefunden. Geierröds Höhle. Der gute Geierröd. Ja, er kennt ihn nicht. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Moment, vielleicht öffnet sich ja der Schlüssel des Bosses die Tür. Finden wir es heraus. Oh, Überraschung, der Schlüssel passt. Es passt. Keine weiteren Hindernisse in Sicht. Gehen wir rein, mal sehen, was wir finden. Ja, ich weiß schon, was wir finden. Eine Höhle mit Gegnern. Mit Schleimen. Kommt her. So, ich gucke aber gerade schnell auf die Karte. Wir gehen... Ja, wir gehen mal hier lang. Ist schon okay so. Erstmal nach links. Da liegt Loot für uns. Scharfe Klaue. Ja, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Loot erhofft. Es gibt bis jetzt ja wirklich nicht viel zu sehen, was jetzt so den Loot angeht. Also, was Ausrüstung angeht und sowas. Klar, ich bin noch sehr, sehr weit am Anfang im Spiel, aber... Selbst wenn es noch... Es müssen ja noch nicht mal Gegenstände sein, die mich dauernd verbessern. Hauptsache, man findet ab und zu mal was. Das kann auch die größte Crap sein. Ist mir egal. Hauptsache, es gibt Loot. Du hörst, wie sich eine Tür öffnet.
Oh, da sind neue Drachen. Und her. So, die ersten beiden sind down. Der dritte auch. Klein hat den Kampfstil gelernt, Feuerschaden erhöhen. Okay, haben wir auch einen Kampfstil, der sowas kann? Wenn wir weitergehen, kommen wir zu einem Boss. Natürlich will ich kämpfen. Hauen wir rein. Ganz richtig, lass uns den Boss besiegen. Oha. Ein großer, ausgewachsener Drache, das könnte Harek werden. Level 135. Immer schön seitlich stehen. Zumindest habe ich das früher mal bei WoW gelernt. Denn Drachen nach vorne sind böse. Speien Feuer. Drachen hinten sind böse. Die haben einen fiesen Schwanz. Aber der... scheint irgendwie gepanzert zu sein an der Seite. Oh. Extrem stark. Da hau ich wirklich am besten von hinten drauf. Oh, aber der schlägt wirklich mit dem Schwanz. Genau wie bei WoW. Und der speit Feuer. Oh, 356 mit dem Rundumschlag. So, der erste Balken ist fast weg. Ja, die Lisbeth, heil dich mal lieber. Wir müssten ja auch mal diese Mana-Tränke ausrüsten. Ich sehe die ganze Zeit, dass meine Kollegen hier Mana-Tränke und sowas nehmen. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal heilen. Und nochmal heilen. Denn ich habe gerade die Zeit dazu. Und das Mana. Und wieso soll ich das da nicht tun? Der Boss gibt mir hier schöne Gelegenheit dazu. Oh, oh, weg, weg. Er macht gleich wieder seine Stampfattacke. Schnell hier hin. Naja, ich finde das schon mal gut, dass meine Teamkollegen sich größtenteils selbstständig heilen. Oder was heißt größtenteils? Das machen sie eigentlich komplett. Da muss ich mir wenig Sorgen machen. Jetzt kriegst du hier ordentlich einen verpasst, Junge. Ich hätte mal gerne eine Attacke, so eine Special-Attacke, die wirklich nur auf ein Ziel geht. Ich habe ja jetzt die eine Sturmattacke hier, diese, ich mache es jetzt mal gerade ganz kurz, die hier. Nee, Quatsch, das war die Wirbelattacke. Ich meinte natürlich die hier. Moment. Oh, er rastet aus, er ist Enrage. Das ist vielleicht seine zweite Phase, er hat nämlich den ersten Lebensbalken jetzt verloren. Das wäre der erste Boss dann, der ein bisschen komplizierter ist. Der verschiedene Phasen hat. Aber das Problem ist, wie kriege ich den jetzt down? Wenn er wirklich diese Phase hat und die ganze Zeit fliegt. Auf jeden Fall muss ich ihn hier hinten in den Arsch treten. Das ist das, was er nicht mag. Da kriegt er viel Schaden. Naja, schön die schwere Attacke hier immer drauf. Komm schon. Oh, der macht auch mehr Schaden jetzt in der zweiten Phase. So, ich werde jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen hier von ihm. Und mich heilen. So, und weiter geht's. Angriff. Jetzt heilst du mich, ne, Lisbeth? Wo ich volle Energie hab. Oh, komm schon, Kirito, beweg dich. Oh, die Kamera. Die Kamera ist mein größter Feind. Aber finde ich nicht schlecht, dass wir mal hier einen richtigen Bosskampf haben.
Boss mit mehreren Phasen, der auch mal ein paar, zumindest ein bisschen ein paar Skills hat. Ja, ist jetzt nicht mega herausfordernd. Zumindest nicht bis jetzt, wer weiß, was noch kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, die nächste Phase. Jetzt, hau drauf, Kirito. Er ist geschwächt. Was heißt denn, wie zünde ich denn dieses Max Union? Du erhältst rätselhaftes Katana. Ich will lieber wissen, wie ich das zünde. Kann ich das irgendwo nachschauen? Optionen? Steuerungsanleitung vielleicht. So, Moment. Ich muss das gerade kurz gucken. Gegenstände, Befehle, Kommunikationsmenü. Schützen. Schützen benutze ich irgendwie nie. Union Rumble. L1 und R1. Moment, da stand noch was. Kreis und Dreieck während der Union Rumble. Zum Wechseln. Okay. Union Rumble hört sich ja an wie so eine Team-Kombo. Das mache ich mal, wenn er hier ein bisschen sich beruhigt hat. So, jetzt. Oder auch nicht. Er macht dabei nichts mit R1 und L1. Da passiert nichts. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls das einer von euch weiß, wie man hier dieses Union Rumble auslöst. Wenn ich R1 und L1 gleichzeitig drücke, passiert nichts. Lisbeth, heil dich mal. Sieht nicht gut aus. Oha, er haut jetzt auf jeden Fall ganz schön rein. Und er kriegt auf jeden Fall andere Skills. Je nachdem, in welcher Phase er ist. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Das unterscheidet sich jetzt nicht gravierend. Aber das ist ja auch gut so. Oha. Das muss ich aufpassen. Aber ich habe ja noch volles Mana. Oh, Lisbeth ist fast down. Lisbeth, heil dich mal. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn einer von denen down geht. Die haben beide volles Mana und heilen sich nicht. Jetzt geht er wieder Enrage. Oh Gott, Lisbeth ist down. Oh Gott, jetzt hat er hier noch so ein AOE, wo man rausgehen muss. Klein, heil dich mal. Wenn jetzt Klein auch noch down geht, dann wird es immer schwieriger für uns, weil er dann nur noch uns angreift. Ich verstehe aber nicht, warum der sich nicht heilt. Ah, Lisbeth ist wieder da. Oder? Ja, doch. Er ist immer noch in diesem Enrage-Modus. Wow. So, jetzt hat er sich etwas beruhigt wieder. Ich glaube, er macht das immer, wenn er die Phasen wechselt. Kann das sein? Das Bett ist schon wieder down. Komm schon, Kirito. Beweg dich. Schaden hier. 160er Crits ist jetzt nicht so der Burner.
Jetzt. Man muss wirklich genau hinter ihm stehen, sonst macht man wirklich keinen Schaden. Das ist gar nicht so leicht, so hinter ihn zu kommen. Jo. Vor allem, weil er immer so wegspringt. Aber steht er jetzt hier so an der Wand, da kann ich gar nicht hinter ihn. Oh nein, jetzt geht er wieder in seinen Enrage-Modus. Aber Lisbeth ist wieder da. Da, für sowas bräuchte ich dann vielleicht einen Fernkämpfer. Sinon oder so zum Beispiel. Ich glaube, die nehme ich das nächste Mal mit. Jetzt mache ich aber richtig Schaden hier. So, ich heile mich nochmal. Klein wird leider nicht mitgehalten mit dem Heal. Oh, was ist das? Ach, ich habe es... Ach, ich habe irgendwie diesen... Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe irgendwie dieses Union... gezündet. Ich weiß aber nicht wie. Und ich weiß auch nicht, was es tut. Mache ich jetzt mehr Schaden? Also ich habe es irgendwie gezündet. Vielleicht muss man auch irgendwelche Voraussetzungen dafür erfüllen, dass vielleicht die Gruppenmitglieder auch gerade irgendwie verfügbar sind und nicht irgendwie im Kampf eine spezielle Aufgabe haben. Kann mir aber andererseits eigentlich auch nicht vorstellen, dass es so kompliziert ist. So, wir haben ihn fast. Klein wurde auch noch besiegt. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Dass der Drache relativ dumm ist und relativ träge und einfach irgendwo in die Gegend schlägt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich die beleben kann. Brauche ich dafür einen Skill, einen Zauber? Wer das weiß, kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre natürlich wesentlich hilfreicher, wenn ich jetzt wüsste, wie ich die wiederbeleben kann. Aber ich habe es auch so geschafft. Der erste richtig schwere, also schwerere Boss, den wir hier besiegt haben. Glückwunsch. Naja, Kinder spielen ja nicht das anders. Es sind zwei Leute gestorben. Aber Loot, für Loot tun wir alles. Wie belebe ich die denn jetzt wieder? Gibt es da irgendwie einen Skill für, dass ich die beleben kann? Skills. Einhandschwert, Magie. Ah, wir haben noch einen Wasserzauber. Ein Ball, oh, ein Ball aus dunkler Energie, den lege ich mir auch mal. Aber heilen, hier haben wir nur den Heal-Skill. Doppelklingenschaden erhöhen. Haben wir vielleicht hier schon andere Skills? Nee, leider nicht. Weiß auch nicht, wie man die lernt. Leider. Brauche ich vielleicht hier irgendwas, um jemanden wieder zu beleben? Belebt alle Mitglieder der Gruppe wieder, die sich in Restlichter verwandelt haben. Aber ich denke mal, das ist für den Kampf, oder? Sowas ist ja nicht für außerhalb des Kampfes. Da muss ich doch nicht so ein einzigartiges Item benutzen, was ich noch einmal habe. Hoffe ich. Oder die bleiben halt jetzt ewig tot. Pech gehabt. Wir haben den ersten Gegenstand.
Das sieht aus, als würde es mit dem Jetstream-Generator funktionieren. Sie lebt ja wieder. Du erhältst das Windwappen. Okay, coole Sache. Das erste Item haben wir gefunden. Nein, das wollte ich nicht. Ey. Ich will kämpfen. So, den wollte ich machen. Also, wenn ihr da mehr wisst als ich, schreibt mir das bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich die wiederbeleben kann. Ich vermute, ich übersehe da wieder irgendwas. Boah, ich mache ja schon wenig Schaden, oder? Dass ich so lange auf einem einzigen Mob rumkloppen muss, der wirklich was ganz Normales ist. Kann nicht mal irgendwas Besonderes. Aber wir haben das Dungeon noch nicht ganz erkundet. So, hier sind wieder Schleime. Ich möchte gerne hier geradeaus gehen, noch ein Stückchen. Boah, 500er Crit. Das ist so krass, dass ich mit den normalen Schlägen hier 50er Hits mache. Und mit dem Special 500, das ist ja 10-mal so viel. Das ist krass. Allerdings verbraucht das auch echt viel Mana, ne? Vielleicht sollte ich darauf skillen. Mana-Regeneration, dass ich das wirklich die ganze Zeit spammen kann. Falls es Items gibt mit Mana-Regeneration. So, hier war ich noch nicht. Oh, das sieht mir aber sehr nach einer Falle aus. Hilfe. Hilfe. Komm, stirb. Jawohl. Kurz wegpacken und heilen. Die Heilung kostet nicht viel Mana, aber meine Skills. Ein Fluchtkristall und 3000 Dirt. Moment mal, da ist doch... Okay. Komisch, dass da eine Tür eingezeichnet ist. Ach, wahrscheinlich ist eben, als wir diesen Hebel gezogen haben, hier die Tür direkt mit aufgegangen. Boah, hier ist aber schnell Respawn. Huch, nee, das wollte ich nicht. Mensch. Okay, jetzt wissen wir aber, wie viel dieses Schattengeschoss an Schaden macht. Was ich da beschwören kann mit Kirito. Ja. Ich wusste es. Jemand folgt uns. Was? Wirklich? Hattest du deinen Ortungskristall nicht schon die ganze Zeit auf voller Stufe? Genau, ich habe nichts gespürt, weder Spieler noch Monster. Wenn du nichts gefunden hast, heißt das nicht, dass nichts da ist. Fragezeichen. Es ist nur, ich kann es fühlen. Du hast eine überaktive Fantasie, hier ist niemand. Ist wohl so, ich hoffe, du hast recht. Aber lasst uns aufmerksam bleiben, falls du recht hast. Danke, Liefer, ich verlasse mich auf dich. Okay, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass wir verfolgt werden. Ist es wieder die eine? Dieses kleine Mädchen mit den roten Haaren. Kennt man die auch aus der Serie? Ich weiß es nicht. Guck mal jetzt. Die sind immer noch tot. Ich muss mich mal informieren, wie ich die wiederbelebe. Ansonsten, liebe Leute, würde ich mich wie gesagt sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet. Die da mehr wissen. Ansonsten müsste ich das leider nachlesen. Irgendwo. Huch, ist denn die Salamander oder was? Oder wer ist das? Ich will mich jetzt nicht mit denen prügeln. Ich bin alleine, die anderen sind tot. Letztes Mal gab das nur Ärger.
Die haben nämlich richtig viel, also nicht viel Schaden gemacht, aber richtig viel ausgehalten und gaben noch nicht mal viel Erfahrung und auch überhaupt keinen Loot. So, die Höhle ist ja hier eingezeichnet, aber hier ist keine Höhle. Wir müssen noch weiter runter. Vielleicht ist die irgendwo hier so im Berg eingelassen. Oder ich muss doch zuerst zu dem... Ach Gott, ich bin erschöpft. Oder ich muss doch zuerst wirklich zu diesem... Teleporter, nenne ich es jetzt mal. Weil hier... erscheint mir das wirklich nicht so, als wäre hier irgendwo eine Höhle versteckt. Ich meine, wo soll der Eingang dahin sein? Oder ich muss da wirklich nochmal genau nachgucken. Ich gucke jetzt aber erstmal hier am Teleporter. Ob hier irgendwas ist für uns. Ja, es ist auf jeden Fall sehr angenehm, dass wir fliegen können hier in dem Spiel. Sonst würde das Ganze ja noch viel länger dauern. So, hier kann ich aber noch nichts machen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen kleinen Cut für diese Episode. Informiere mich mal, wie das geht mit dem Wiederbeleben, beziehungsweise... vielleicht schreibt ihr es mir ja rein. Und dann werde ich mir echt mal Gedanken machen müssen, wie wir jetzt weiterkommen. Denn mit dieser Höhle, da hänge ich jetzt schon... da war ich ja, glaube ich, letzte oder sogar vorletzte Episode schon mal und habe versucht, da reinzukommen. Und es ging ja nicht. Ich habe es nicht gefunden. Da muss ich mich vielleicht mal schlau machen, wie es hier weitergeht. Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Episode. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet hier zu Sword Art Online. Bis dahin, ciao, ciao, euer Silent.